Hallo und herzlich willkommen zurück in Evoland 2. In der letzten Folge sind wir hier bei diesem Rätsel stehen geblieben. Und da ist jetzt die Frage, welches dieser Bücher ist falsch einsortiert? Ui! Warte! Ergibt das Sinn? Moment. Okay, hier sind... Also, wir haben weiße Kästchen drauf und immer Linien oben und unten. Das sind wahrscheinlich die Titel. So. Drei Linien, zwei Linien. Oder drei Linien, 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 drei Linien. Und oben jeweils eine. Ja? Also ihr seht das, was ich meine. Auf dem Bücherrücken. Hier sind es zwei Linien, 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 zwei Linien. Und hier sind es drei Linien oben, eine Linie unten, drei unten, drei oben, 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 drei unten, zwei oben, zwei unten. Das Buch ist falsch einsortiert. Ja! Boah! Wie gut! Wie gut! Das Etikett auf diesem Buch hat zwei horizontale Streifen und oben und unten. Es sollte auf dem zweiten Regal stehen, dass mir das nicht aufgefallen ist. Danke für eure Hilfe. Ihr habt euch einen Leistungspunkt für Archivwesen verdient. Oh, du liebst bis... Was? Ach, du liebes Büsschen, dieses Buch haben wir in der dreifachen Ausführung. Hier, nehmt es, wir haben schon so nicht genug Platz. Oh, cool. Gefunden, 50 Trinkspiele, ein Buch, das nicht jeder lesen sollte. Wie cool. Boah, geil. Das war jetzt aber auch so eine spontane Eingebung gerade. So, und jetzt fehlt uns theoretisch nur noch ein Punkt, aber wir machen natürlich alle voll. Ne? Ist ja klar, dass wir das machen. Seid gegrüßt, junger Mann, an die milizgebundene Forscher zu euren Diensten. Apropos Dienst, wie wäre es, wenn ihr mir einen erweist? Perfekt. Ich komme nicht an den A-Knopf. Der Händlerrat hat mich mit der Einrichtung eines neuen Patrouillensystems für die Miliz beauftragt. Ich habe mich genauestens an seine Anweisung gehalten, doch ich bin überzeugt, dass irgendwo ein Fehler steckt. Halt, ich werde es euch zeigen. Rätsel Nummer 5. Patrouille. Nachdem sie Wachstube X verlässt, muss jede Patrouille einen der sieben Wachtürme erreichen. Die Patrouille kann einen beliebigen Weg folgen, muss aber am sechsten Turm auf ihren Weg anhalten. Außerdem kann sie nie zweimal den gleichen Weg nehmen. Wenn diese Bedingung immer zutreffen, wird einer der Türme niemals eine Garnison haben. Welcher? Also die... Kann ich mir den Text halt auch nochmal angucken? Nee. Ich will eigentlich nur die Info nochmal dazu lesen, weil das ist ein bisschen... Das ist ein bisschen schade, dass man das einmal liest und dann nicht mehr. Also wir können lang gehen, wo wir wollen, aber am sechsten Turm müssen sie anhalten. Und wir dürfen nicht zweimal den gleichen Weg gehen. Also ich kann das euch jetzt leider nicht zeigen. Ihr müsst das irgendwie... Weiß ich nicht. Denkt euch das. Wir kommen unten beim X raus und gehen nach links. Sind dann also bei A. Dann gehen wir wieder links bei B, C, D. Das sind 4, 5, 6. Dann wäre das F. F ist jetzt also F auf... Moment. So, F, das ist ein bisschen... ist auf dem 3DS oder auf dem DS auf jeden Fall cooler. Weil dann kann man zeichnen. Also F wird erreicht. So, wenn ich jetzt nach rechts gehe, also aus X raus, nach rechts gehe, F, E, D, C, B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also A. A wird erreicht. Alles schön. So. Ich gehe nach links wieder raus. Erreiche A. Gehe dann zu G. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Moment. G. Dann gehe ich zu F. Zu E, zu D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also C wird erreicht. So. Ich gehe zu F, zu G, zu A, zu B, zu C. Wird auch erreicht, das ist aber E, wird E erreicht. Ich glaube, D wird nicht erreicht. A zu B, zu C, zu D, zu E, zu F, zu G, zu D, ne, das geht nicht auf, zu F, zu G, zu A, zu B, zu C, zu D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, E wird nicht erreicht. E wird nicht erreicht, ja, ziemlich sicher E. Danke, sehr schön.
So einfach ist das. Ach ja, natürlich. Jetzt stehe ich in eurer Schuld. Falls ihr also irgendwann mal ein Problem habt, kommt einfach zu mir. Also gut, ich mache mich auf, um meinen Bericht über den Rat zu entwerfen. Diesen Leistungspunkt für Militäreinsätze habt ihr euch redlich verdient. Vielen Dank, somit haben wir 6 von 6 und machen aber mal das Rätsel bei ihr hier noch. Tut mir leid, keine Zeit zum Plaudern, zu viel zu tun. Es sei denn, ihr wollt mir helfen. Also, alle 500 Jahre treffen sich am Himmel 2 Kometen. Bücher zu dem Thema deuten darauf hin, dass dieses Ereignis heute das nächste Mal eintreten wird. Ich möchte es auf gar keinen Fall verpassen, nur leider kann ich nicht herausfinden, wo genau am Himmel sie sich sichtbar sein werden. Hier, werft einen Blick auf diese Karte. Rätsel Nummer 4. Unter gutem Stern. Wenn die beiden Kometen eintreffen, überqueren sie die Karte immer diagonal. Sie schneiden bevor oder nachdem sie aufeinandertreffen keinen der Sterne. In welchem Quadrat treffen sie aufeinander? Was? Okay. Ach, das ist ja mies. Moment, das muss ich mir aufzeichnen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal 7 Felder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Moment, das tut mir leid, dass das jetzt so ein bisschen doof ist, aber da müsst ihr euch bei den Programmierern beschweren einfach halt auch mal, ne? Das ist, da schreibt ihr jetzt einen bösen Brief, dass das ja so nicht geht, dass das ja für Let's Plays ein bisschen ungeeignet ist, was die sich da ausgedacht haben. Dass man jetzt noch nicht mal mit der Maus hier zeigen kann, was abgeht. So, aber das haben wir gleich. Ich mal mir das gerade nur ab. Glaube, habe das jetzt komplett abgemalt. Alles klar, so. Also, die gehen immer diagonal. Da gibt es wahrscheinlich nur eine Möglichkeit, wo die sich treffen könnten. Und, warte mal, es war bevor und nachdem, ne? Ja, also ich war nämlich gerade bei, ich teste gerade einfach nur durch. Ich war gerade bei diesem Punkt hier, aber da würde es danach passieren, dass die sich, aber hier nicht. Wer ist der King? Wer ist der King? Ich bin der King. Ich bin der King. Wer ist der King? Wer? Okay. Aber natürlich, wie konnte ich das übersehen? Vielen Dank für eure Hilfe. Dafür bekommt ihr Leistungspunkte in Astronomie. Ich bin einfach, also es tut mir leid, aber das muss halt auch einfach gesagt werden hier, ne? Dass ich gut bin gerade. Bin in Form. Oh, hallo. Seid ihr zufällig der Ersatztechniker, den sie geschickt haben, um mir zu helfen? Ihr habt euch ganz schön Zeit gelassen, stimmt's? Folgendes, wir müssen die alten Rohrleitungen der Stadt austauschen. Ich versuche verzweifelt, den besten Entwurf für das Zusammenführen aller Verbindungsstücke zu finden, aber das ist eine echte harte Nuss. Los, nehmt diese Karte und macht euch an die Arbeit. Rätsel Nummer 6, volles Rohr. Verbindet die Punkte A und B durch ein Netzwerk von Rohren. Die Verbindungsstücke in grün lassen sich nicht verschieben, aber... Wo ist denn hier was grün? Ach so, da oben die. Verschieben, aber... Die alle müssen Teile des Endgültigen... Was? Die Verbindungsstücke lassen sich nicht verschieben, aber die alle müssen Teil des... Aber die alle müssen Teil des endgültigen Netzwerks sein. Bewegt die Rohre, um ein einziges Netzwerk zu bauen, das sich über die ganze Karte hinzieht. Ha. Ach so, oh nein, die kann ich verschieben. Oh nein. Ich habe gedacht, ich könnte die nur drehen. Alles klar, also. So, ich brauche eine Kurve. Das muss hier hin. Dann sage ich mal, komm hier zweimal... Solche dahin. Das muss so. Und dann muss das hier hin. Das kommt dahin. Und das kommt dahin. Das geht da so um die Kurve. Das sieht ganz gut auf. Fuck. Okay, das geht schon mal nicht auf.
Hä? Bitte, bitte was? Ach so, bestimmt muss ich genau andersrum denken. Den und den. So. Ja. Das war auch gar nicht mal so schwer eigentlich. Wenn ich mal ehrlich bin. Ach, perfekt. Ich hatte befürchtet, das würde den ganzen Tag dauern. Danke. Jetzt muss ich die Pläne nur noch meinen Assistenten geben, wenn er zurückkommt. Wann auch immer ihr das sein mag. Ihr habt euch eure Leistungspunkte im Bauwesen wahrhaftigt verdient. Somit haben wir alle 8 von... Oh! Schola. Somit haben wir alle 8 von 6 Punkten erreicht und... Der Dekan. Oh, schreiten eure Studien gut voran? Tja, was? Herzlichen Glückwunsch! Ihr habt all eure Fächer abgeschlossen. Dafür verdient ihr eine extra Belohnung. Hier bitte. Ein Stern! Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe gedacht, wir kriegen was Cooles. Egal. Also gut. Weiter zum Unterricht. Was möchtet ihr wissen? Ach so. Rein gar nichts. Die Magie. Wir möchten wissen über die Magie. Die Magie? Ach so. Die Magi sind ein Volk oder eher eine Kultur, die ihre Blüte vor mehr als 2500 Jahren hatte, als die Welt größtenteils unter Wasser stand. Die Legenden besagen, dass ihre magischen Kräfte alles bisher Dagewesene übertrafen. Manche Stimmen behaupten sogar, dass sie die Zeit selbst zu manipulieren vermochten. Dabei handelt es sich vermutlich um Übertreibungen ihrer Zeitgenossen, um die merkwürdigen Phänomene zu erklären, die auftraten, nachdem sie das Zeitalter, in dem sie lebten, dominiert hatten, verschwanden sie vor 2000 Jahren vollends. Sie ließen nichts weiter zurück als ein paar Ruinen und viele ungelöste Rätsel. Was möchtet ihr wissen? Die Magie, die Verschwundenen, wir fangen erstmal damit an. Es ist mit Gewissheit das größte Mysterium aller Zeiten. Warum wurde eine so mächtige Zivilisation wie der Magi vor 2000 Jahren vom Erdboden verschluckt und auch noch so gut wie spurlos? Nach jahrelanger Forschung muss ich zugeben, dass ich nach wie vor keinen blasse Ahnung habe. Was möchtet ihr wissen? Die Magilyphen. Was wir landläufig als Magilyphen kennen, sind tatsächlich die berühmtesten Relikte aus der Zivilisation der Magi. Sie sind recht selten, aber gleichmäßig über die verschiedenen Kontinente verteilt. Welchen Zweck sie dienen, ist nicht genau bekannt. Entschlüsselte Schriften erwähnen einen Weg oder Pfad, aber wohin führt er? Nebenbei bemerkt war es bei der Suche nach einem Magilyphen, dass meine ehemaligen Professorin ebenfalls eine ausgewiesene Expertin für die Magi den Tod fand. Eine wirklich traurige Geschichte. Was möchtet ihr wissen? Meine alte Professorin war eine führende Expertin für Magie. Sie widmete ihr ganzes Leben der Aufgabe, herauszufinden, warum sie verschwanden. Ich erinnere mich, dass die Magilyphen sie besonders interessierten. Sie glaubte, den Steinen wohne eine Kraft inne, die es ihr nach ihren Aktivierung ermöglichen würde, mehr über die Magi herauszufinden. Sie hatte einen Magilyphen entdeckt, den sie glaubte, mit dem Zeitstein aktivieren zu können. Leider wurde sie von den Piraten gefangen genommen, die zu jener Zeit auf der Insel hausten. Seither ist sie spurlos verschwunden.
Das war auf der Insel der Magi, jener, die man jetzt die verfluchte Insel nennt. Was möchtet ihr wissen? Ja, was möchten wir denn wissen? Wir möchten natürlich was über den Zeitstein erfahren, auch wenn ich jetzt mehr über die Piraten eigentlich wissen wollen würde oder über die Insel, aber egal. Der Zeitstein selbst ist ebenfalls legendär. Es besteht ein Zusammenhang zwischen ihm und den Magilöffen. Mehr weiß ich allerdings auch nicht. Dieses Artefakt ist um vieles älter als die Magi selbst, so alt, dass sich niemand mehr erinnert, wann oder warum es erschaffen wurde. Ich bin noch nicht einmal sicher, ob der Stein überhaupt existiert. Der einzige direkte Hinweis, den ich identifizieren konnte, befindet sich im Archiv der königlichen Familie von Dämonia, das ich besuchen durfte. Der Zeitstein ist offenbar ein großer, runder, schwarzer Stein, in dessen Mitte ein Auge eingemeißelt ist. Das Auge sieht interessanterweise dem ähnlich, das vom Propheten verwendet wird. Ein bizarrer Zufall, wenn ihr mich fragt, aber ich beschäftige mich kaum mit der Welt da draußen. Was möchtet ihr wissen? Also, ich möchte jetzt wissen, wann die nächste Folge rauskommt, und das kann ich mir selbst beantworten, nämlich morgen. Tschüss!